Vorweihnachtliche Stimmung beim Martinsumzug in Biedermannsdorf. Nur noch 6 Wochen und dann ist schon Weihnachten. Wir sind vom Hort draußen, im Bereich der Jubiläumshalle, mit dem heiligen Martin an der Spitze hier in den Berlershof gegangen und haben hier dann schöne Aufführungen gehabt vom Hort. Was heißt der heilige Martin eigentlich? Was bedeutet das? Das Teilen, ganz wichtig für die Kinder, dass heute in ihrer Freizeit lernen im Hort praktisch, und wir als Gemeinde haben eine Freude damit. Da reitet einer durch den Nebel, umgürtet ist er mit einem Schwert. Er trägt einen Helm, eingehüllt ist er einen roten Mantel. Ein Soldat des Kaisers, Martin heißt er, Eile hat er. Wir haben vor einigen Wochen schon begonnen mit den Vorbereitungen. Wie Sie jetzt gesehen haben, haben wir verschiedene Beiträge vorbereitet. Was mit dem heiligen Martin? Da geht es ja ums Teilen. Wie schaut denn das bei euch zu Hause aus? Wird geteilt? Ja. Mit wem teilst du? Mit meinen Eltern. Und du? Mit der Mama. Er nimmt seinen Mantel und teilt ihn. Da hat einer plötzlich das Schwert zu ganz was anderem verwendet. Nämlich, du hast das vorhin schon gesagt, den Mantel teilen. Aber das würdest du nur am Fest des heiligen Martin sagen, sonst nicht, gell? Sonst sagst du auch, das Schwert ist zum Töten oder zum Catchen oder zum Fechten oder ich weiß nicht was noch alles. Selbstverständlich sind solche Bräuche zum Beispiel von dem heiligen Martin, das spielt ja schon lange her, dass Kinder das lernen, das für die Allgemeinbildung, und ganz das Wichtige ist, dass man im Leben immer wieder teilen muss und dass Kinder das da schon im Hort praktisch und in der Schule mitbekommen. Wie schaut denn das im Hort aus? Wird geteilt? Es muss geteilt werden und die Kinder, die bekommen das natürlich auch schon von zu Hause mit. Und dadurch, dass die Gruppen eigentlich vom Alter her durchgemischt sind, wir haben von der ersten bis zur vierten Klasse die Kinder gemischt in der Gruppe, und man lernt auch das Rücksichtnehmen. Die Großen geben das, was sie wissen, an die Kleineren weiter, und die Kleinen profitieren von den Großen und geben das nach 4 Jahren dann wieder an die Kleinen weiter. Auch die Gemeinde hat geteilt. In Biedermannsdorf arbeiten wir Gott sei Dank mit der Bevölkerung ausgezeichnet zusammen, und da teilen wir auch immer alles miteinander und schauen positiv in die Zukunft.